Okay, wir haben einen Verletzten, das ist okay. Mal ganz kurz, wie sieht es beim Research aus? Okay, da kommt als nächstes das Pulse Rifle und das kann ich auch schon herstellen. Dafür habe ich. Kann ich zwei Stück zumindest von herstellen. New Year's Eve, natürlich wollen wir eine Feier haben. Und dann wird endlich wieder Frühling. Wie sieht es mit Ausrüstung aus? Laserpistole ist auch schon ganz schön am Arsch. Also es wird echt Zeit, dass wir bessere Waffen erforschen. Ah. Automated Turrets. Oha, sind ja gleich mehrere. Machine Gun, Missile und Laser. Okay, Automated Defense Station shots at all targets in its range. Also explosive missiles at all targets in its range. Ist die Frage, warum wird denn das hier nicht repariert? Eigentlich, was ist da los? Die können wahrscheinlich auch nicht über die Palisaden drüber schießen. Warum sind eigentlich diese Hay Sausages ein Breakthrough? Okay. Also wenn wir das bauen, können wir auch gerettet werden dann. Wäre vielleicht auch interessant. Wir müssen erstmal andere wichtige Dinge erforschen. Waffen zum Beispiel. Alles mit dem Fleisch. Wir kommen gar nicht hinterher. Wir können ja nicht so viel Fleisch essen, wie wir hier nur zu bekommen. Sieht es eigentlich aus? Müsste halt mal jemand craften. 13%. Ja, aber ich sag mal, es geht den Leuten ganz gut. Wir sind jetzt seit 2 Jahren hier auf dem Planeten. Haben uns doch schon ein bisschen was aufgebaut. Wie sind eigentlich Beziehungen mittlerweile? Okay, er ist nach wie vor interested an Rita. Wir können Quinn nicht leiden. Liegt vielleicht daran, weil Quinn der Husband von Rita ist. Interested in. Was? Moment. Der Quinn steht auch auf den Ken? Aber die können sich nicht leiden, weil er auf seine Frau steht. Okay, sie ist verheiratet mit dem Quinn, steht aber mehr auf den Ken. Den kann gar keiner leiden, oder er kann keinen leiden. Und der ist auch interested in Ken. Was ist mit ihm, Carter? Na gut, okay. Ist ja nicht ein bisschen alt für den Ken.
erste Baum ist fertig. So, dann celebrated mal den New Year's Eve. Feuerwerk haben sie auf jeden Fall irgendwo her. Ohne dass ich es erfunden habe. Oder erforscht habe. Oh, wir haben wieder einen neuen Meteor. Diese Turrets, können die eigentlich theoretisch drüber schießen? Dann würde ich nämlich eher den Turm wegnehmen und hier so Turrets hinstellen. Okay, fertig gefeiert. Er sieht nicht, was er tut. Ja. Okay, vielleicht könnte man auch ein paar Lampen aufstellen. Music Night. Ist ja was los. Nur am Feiern alle. Achso. Regen. Ja, die werden halt nass, die Leute. Hauptwett. Na gut, aber aktuell sind sie ja relativ zufrieden, die Leute. Wahrscheinlich auch, weil sie jetzt dieses Chef's Meal essen. Ah, okay, wenn ich noch Alkohol herstellen würde, dann könnte ich auch sowas machen. Ratatouille, ich habe überhaupt nicht das richtige Zeug dafür. Habe ich aber auch nicht gefunden, dass ich das irgendwie mal... Wahrscheinlich müsste ich dafür exploren, um da neue Lebensmittel zu erforschen. Das kann schon sein. Aber ich sag mal, ich komme mit dem Zeug, was ich habe, ganz gut über die Runden. Ich habe so viel Fleisch, dass ich nicht weiß, wohin damit. Okay, jetzt craften wir natürlich wieder erstmal irgendwelche Klamotten. Ja, wo irgendjemand ja vorhin die Jacke kaputt gegangen ist. Der Kater, was macht der? Wie, Ken, du hast nichts zu tun. Moment, Moment, Moment. Du hast nichts zu tun. Spätestens ist es 12 Uhr. Oder macht halt Pause. Ja, dann macht er eine Pause. Jetzt hat Kater seine Pause wahrscheinlich. Da kann ich euch aber auch nicht helfen, wenn ihr nicht wisst, was ihr in eurer Pause machen sollt. Dann, ja. Gut, dann ist es halt so. Warum batschert denn der Sender? Tatsächlich.
tatsächlich, bevor er das macht, soll er lieber craften. Also Fleisch haben wir mehr als genug. Ich bau lieber hier das Wild Crafting Skill 3. Ich weiß gar nicht, was meine Leute alle so für Skills haben. Der 10 Crafting 3 0. Das ist schlecht. Ein 8. Jetzt machen sie eine Music Night. Der Kater legt sich hin zum Schlafen, ne? Ist bestimmt. Also der Quinn. Ist bestimmt gut, wenn hier Musik gespielt wird, wenn die schlafen da direkt hinter der Knüppelwand da. Er schwitzt. Oh, was haben wir hier? 33 Grad. Mach die Dinger mal aus. Das brauchen wir noch nicht innen drin. Dafür müsste ich Sensoren haben, ne? Dafür müsste ich erstmal Sensoren erforschen. Dass ich hier diese Sensor-Devices erforsche. Und dann kann ich sagen, die Heizung hängt an irgendeinem Temperatursensor und Heatstroke. Ja, ich habe es ja schon abgestellt, die Heizung. Mann. Hört mal auf. Also nicht schlecht. Alle zusammen aufgestanden. Essen sie alle zusammen. Tierisches Fett könnte ich natürlich auch noch deutlich mehr herstellen. Wenn das hier. Hier habe ich gar nicht mehr dran, ne? Hier habe ich auch nur noch 20 davon. Aber ich kann halt eigentlich überall auch Öl benutzen einfach. Jetzt auch noch 200 hoch. Ein bisschen Baumaterial. Wir verbrauchen ein bisschen was von unserem Hay. Legst doch gleich dann die Öfen. Hier die Wand könnte ich endlich erstmal rausreißen. Moin, Alf. Denn in dem Raum schläft ja sowieso keiner. Da könnte ich dann direkt hier eine Ziegelwand bauen. Dass das immer so lange dauert, diese Sachen zu craften. Finde ich echt krass.
Ken hat ja eigentlich einen Crafting-Skill von 10, das ist ja schon Max. Oh. Okay, sehr gut. Jetzt bauen wir da eine Brickwall hin. Spätestens 16 Uhr nicht. Ich will es eigentlich immer ganz gerne, dass nachts das Ganze auch dicht ist. Ich meine, wir haben jetzt erst Frühling. So warm ist es jetzt draußen auch noch nicht. Okay, am nächsten Tag können wir dann reißen wir mal ein bisschen mehr weg, die Wände hier. Oder vielleicht komplett gleich. Und vielleicht auch machen. Mit dem Dach bin ich mir halt noch nicht so ganz sicher. Ich habe ja hier noch ein normales Steindach. Das ist ja auch nicht so gut isoliert. Müsste ich eigentlich auch ersetzen. Durch ein Ziegeldach. Also, ja. Bricks im Prinzip. Ich gerade sehe, das ist ja interessant, der hinten ein Leibbrot und schleppt den hier weg. Und da liegt auch ein Leibbrot im Gefrierschrank. Aber wenn die sich hinsetzen und Brot essen, dann ist es nur ein Brötchen. Aber nochmal zurück zu dem Dach, wenn ich das wegreiße, müsste ich halt auf jeden Fall auch direkt, also kann ich auch nur Stück für Stück machen. Dass ich dann auf jeden Fall direkt wieder ein neues Dach drüber zimmer. Ah, ist noch fertig gebastelt. Das heißt, hier ist wieder mit Mütze basteln angesagt. Wie sieht's denn aus bei euch? Habt ihr noch Klamotten? Naja. Ja, schlecht als recht. Gibt's vielleicht irgendwie noch eine verbesserte Bank? Taylor Bench. Wäre nicht schlecht, wenn es dann irgendwie was Verbessertes geben würde dann. Vielleicht kann ich das erst noch erforschen dann. Es wäre natürlich mit den Schlafzimmern, wäre es natürlich schöner, wenn es mehr Pärchen gäbe, bräuchte ich nicht so viele Schlafzimmer. Na komm, dann bastelt noch die eine Mütze und dann könnt ihr euch hoffentlich endlich mal wieder den CPU-Kernen widmen. Man kann das an irgendeinem Control-Circuit dranhängen. Aber ich glaube nicht. Ach, ich habe schon wieder aggressive Enemies. Ich hatte eigentlich gehofft, dass wir so langsam mal bessere Waffen kriegen, bevor wir wieder die nächsten aggressiven Animals bekommen. Oh, die sind auch nicht so weit weg. Shit. Na dann.
Probieren wir es einfach mal. Das Scharfschützengewehr vom Ken muss echt noch ein bisschen durchhalten. Sieben Stück greifen dahin, na alles klar. Also gleich mal die Actions hier. Die machen nicht so viel Schaden, so wie es aussieht. Reinschießt, kommen sie wahrscheinlich wieder alle. Ja. Was hat er denn? Ach du Scheiße. Ist jetzt Spit. Wurde mit Säure angespuckt. Das klingt nicht so cool. Aber er blutet wenigstens nicht. Er heilt sich hier langsam. Ah, unser Grain hat man ein bisschen abgenommen. Aber okay. Jetzt schon wieder das halbe Feld fertig. Sieht's aus, Silizium. Ach stimmt, ich wollte eigentlich. Jetzt ist wieder Tag, das ist schon wieder 16 Uhr, ne? Der Sender heilt ihn gerade. Acid Burn, okay. Alles getreated. Edward Freezer, ja. Weil da gerade keine Tür da war. Wall, Brick. So, und wir setzen aber auch direkt mal eine Tür da rein und auch ein Fenster. Können die durch die Baustellen, durch die Türbaustelle durchlaufen, auch wenn die Wand hochgezogen ist und da noch keine Tür drin ist? Ja, sieht gut aus. Da sieht man wieder, da sind nur Brötchen essen. Holen sich ein Brot aus dem Gefrierfach und auf dem Teller liegt nur ein Brötchen.
nachgecraftet. Ich finde das mit dem Silizium ist tatsächlich ein Problem. Habe ich noch irgendwo Siliziumpflanzen, die ich etwas ernten kann? Die jetzt vielleicht nicht 3 Kilometer weg sind. Ist noch ein bisschen was. Nicht ready zum Harvesten. Achso. Sehr gut. Die Pulse Rifle. So, wo werden die jetzt hergestellt? Hier? Nee. Ja, Pulse Rifle. Sollen bitte Pulse Rifles mit Prio hergestellt werden. Ich glaube, dass die Ingredients dafür jetzt nicht verschwunden sind. Oh, es gibt wieder Pilze. Das heißt, wir können wieder Vegetables einlegen, also eingelegte Pilze einfach herstellen. Wenn ich das hier so markiere. Wooden Door. Und Fortification, Wooden Roof, Wooden Gate. Wooden Wall. Die 12 Stück. Ja, jetzt die auch mit dabei. Die würde ich aber auch durch eine Stickwand ersetzen dann. Also auf jeden Fall schon mal gut gerüstet für den Winter. Wenn wir dann rundherum die Ziegelwände haben. Was researcht da gerade? Klimaanlage. Moment, ich kann jetzt schon improved. Pulse Rifles erforschen, obwohl ich noch gar keins hergestellt habe. Ich stelle trotzdem welche her. Einfach um erstmal welche zu haben. Und man hat gerade gesehen, dass die Ingredients für die CPU-Cores nicht weg waren.
So. Na, wir haben wieder mehr als genug. The recent crash site started emitting an automated long range distress signal. Emergency lifeboat. Ganz ehrlich, wenn der Ken ausgeschlafen hat, gucken wir uns das an. Starten wir wieder eine Expedition dahin. Ja, dann muss halt mal jemand hacken. Ich könnte natürlich auch. Ich habe noch keine Büsche erforscht. Wow. Okay. Ich könnte mal so einen Busch erforschen. Und dann könnte ich ein bisschen was von dem Grainfeld abzwacken und dann Büsche anpflanzen. Den Grain, wie gesagt, haben wir viel zu viel. 5000 Grain, das kriege ich niemals verarbeitet. Aber dafür fehlt uns halt ab und zu so ein bisschen Sticks. Wenn wir so eine Reihe Büsche irgendwie am Rand haben. Oder vielleicht sogar hier. Muss erstmal gucken, wie groß die Büsche sind. Okay. Ach, ich wollte Expedition starten. Moment. Shooting Star. Distress Signal. Das Ding. Denn vielleicht kriegen wir da einen neuen Survivor her. Schlafzimmer haben wir ja schon die ganze Zeit. Wir haben eine kaputte Windturbine. Sehr gut. So, jetzt können wir nämlich so Büsche bauen. Die sind auch 3x3 groß. Ganz ehrlich, ich reduziere jetzt das Feld hier. So. Und setze dann ein neues Feld drauf mit Büschen. Noch anders. Das fällt weg. Ich use das hier nochmal. Also wie gesagt, ich habe viel zu viel Grain. Setzt das Buschfeld dahin und erweitert das Ding nochmal, damit wir mehr Silizium kriegen. Lost Harvest 10. Na gut. Wer hat denn da geharvestet? Sieh da. Was? Was ist denn für ein Skill? Ein Farming Skill von 7. Die Chance hat 0. Nur für 3. Okay. There are some small Chat Debris here and a big chunk. There's even the ship's control room module. Press that is still burning, dangerous to work with. Make no location for future visits. Ja, look for survivors. Okay, erst in den Kontrollraum rein. Piece of scrap. Open damage to emergency exit. Da war keiner drinne. Sie sind einfach raus aus dem Raum. The box, spare parts, next console, and grabbed it. Okay.
Also hat zumindest ein bisschen was gelootet. Ah, schade. Ein Survival wäre nicht schlecht gewesen. Eigentlich müsste ich hier noch mal so eine Turret hinbauen. Was heißt noch mal? Einfach mal ein Turret bauen. Da würde mich echt mal interessieren, ob das auch hier über diese Steinwände drüber schießen kann. Also ich würde es einfach mal beobachten mit dem Grain. Es ist halt jetzt über die letzten 2 Jahre, es ist immer mehr geworden. Jetzt natürlich jetzt weniger wird über die Jahre, dann würde ich vielleicht hier drüben noch mal was machen oder was von dem Pilzfeld abschneiden oder das Pilzfeld hier drüben hin verlagern, irgendwie sowas. Was haben wir hier drauf? Skinbark, achso, ist auch ready. So, was hatte er denn jetzt gelootet? Standest du irgendwo da? Ja, gell? Ein Power Cell, so wie es aussieht. Crafting Skill 4. Gut, wir müssen halt bei dem Fuel erstmal wieder ein bisschen auf den Stand kommen, dass noch andere Sachen gecraftet werden. Wahrscheinlich aktuell das Hauptproblem. Oh, erforscht er? Achso, da erforscht er. Schon wieder eine Mütze? Oder ist es immer noch die gleiche Mütze, die er vorhin craften wollte? Ja, scheiß drauf, das Fuel. Wir machen das Ding auch mal aus. Genauso wie den hier. 30 Grad in der Hütte. Muss man da nur dran denken, dass wir es wieder einschalten, wenn es Winter wird. Wir haben da wieder 1, 2,
Gut, ich könnte die Pilze als Vegetables nehmen, um die Hay Sausages herzustellen. Ich mache das mal einfach, weil es ein Breakthrough ist. Und das interessiert mich mal, was ich dadurch freischalte dann. Ich sag mal, das mit dem Holzhacken für Sticks, das ist zwar eine Möglichkeit, aber wahrscheinlich ist es tatsächlich einfacher, wenn ich ab und zu mir so ein paar Büsche ernte. Tatsächlich könnte das hier auch noch mal ein bisschen. Ach so. Wenn das reduzieren, die Büsche hier durchziehen, dann habe ich hier aber einen Streifen, wo nichts drauf ist. Ungünstig. Denn eigentlich brauche ich von dem Ding ist auch nicht so viel. Das sind ja einzelne. Werde ich das wieder angegriffen? Mal ganz kurz die Büsche hier reinsetzen. Was geht hier ab? Nein. Ist gut. Ach, das war das erste Mal, dass ich welche hergestellt habe. Pickled Vegetables. Kann ich eigentlich die zwei Felder, wenn ich die zusammen markiere? Nein, kann ich nicht zusammenlegen. Müsste wahrscheinlich das jetzt entfernen. Kann ich jetzt sagen, hier, extenden. Oh. Das ist ein zusammenhängendes Feld. Wir kriegen Silizium. Meteorring. Wo kommt's runter? Hier drüben irgendwo. Hier sind auch noch irgendwelche riesengroßen Teile, die ich eigentlich mal scavengen müsste. Was ist mit ihm? Ist auch tot. Der ist auch tot. Warum liegen hier noch tote Viecher rum? Oh, das ist ja cool. Hier wachsen dann auch. Langsam werden die Dinger grün. Wenn man die nicht komplett zerlegt. Heat Pumping. Oh, 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 Malfunction Freezer. Das heißt, das Zeug da drin vergammelt jetzt. Lass bitte jemand reparieren. Wo ist denn Sender? Der schläft. Oh, jetzt wird die Waffe jetzt gebaut. Hm. Das ist zumindest das Material dafür da. Das sind schon 8% gebaut. Oh, das gehen wir jetzt schnell mit dem Researchen. Moment, Moment, Moment. Ein Fan.
Machen wir jetzt auch. Okay. Change room temperature to desired level. Production haben wir jetzt, den Electric Furnace. Okay. Ist wahrscheinlich effektiver als die anderen Dinger, ne? Kann der drinnen gebaut werden? Der kann auch drinnen gebaut werden. Okay. Das ging jetzt fix, das zu erforschen. Also 12 Stunden Dinger kann ich eigentlich auch mal machen. Moin, Chris. Danke für den Raid. Weiß ehrlich gesagt nicht, warum hier kein Alert kommt. Achso, meinst du, deswegen kam kein Alert jetzt? Ansonsten muss ich da nochmal nachgucken, was das Problem ist. Schuhe bastelt jetzt. Ihr sollt die Waffe herstellen, Leute. Warum baut denn der jetzt Schuhe? Oder waren da jemand die Schuhe kaputt? Ah, hm. Der hat auch keine Waffe. Eieiei. Ja, ist schon nicht schlecht mit Bild und Ton. Gehen schon wieder die ganzen Klamotten kaputt. Das finde ich irgendwie nicht so geil. Habe ich jetzt eigentlich die... Ne, habe ich noch nicht erforscht. Moment. Ach, ich erforsche trotzdem erstmal das Bier. Bier ist wichtiger als Klamotten, oder? Und schon wieder. Explosive Skarabee, was ist das denn? Okay, das ist neu. Ich sehe schon, es wird immer krasser. Vielleicht sollte ich tatsächlich mal diese Kommunikationsgeschichte bauen, dass ich mich hier retten lassen kann. Explosive Skarabäen. Ich probiere das mal nur mit dem Ken, weil der so eine große Range hat. Sind die auch aggressiv? Probier's doch lieber mit allen. Wenn da jetzt gleich wieder 5 oder 6 von diesen komischen fliegenden Viechern ankommen, wäre das nicht schlecht, wenn da welche dabei sind, die ein bisschen schneller schießen können. Ken? Was ist los? Oder ist das kein aggressives Vieh? Das war nämlich klar, dass er jetzt gleich wieder fast alle angreifen. Okay.
Ken, kannst du bitte auf das da schießen? Ich hätte ehrlich gesagt gedacht, dass der Explosionsradius deutlich größer ist. Denn so ist. Naja, gut, okay. Ist ja fast ein bisschen langweilig. Sag ich jetzt. Mal sehen, wie es ist, wenn dann 40 von diesen Explosivviecher ankommen. Alles klar. So. Die fliegenden Insekten. Die Viecher kommen mal. Nee, was? Draft? Undraft. Was? Ihn hier wollte ich noch ganz gerne quatschen. Okay. Ich hätte die jetzt das erste Mal. Und ich bin jetzt in Jahr 3. Ich hätte es eigentlich ganz gerne gehabt, dass hier mal irgendjemand entweder so eine blöde Waffe baut oder so einen CPU-Kern mal baut, dass ich entweder hier drüben mal den Turret kriege oder mal meinen 3D-Drucker fertig kriege. Oder ist schon ein CPU-Kern drin? Okay. Aber ich brauche dringend neue Waffen. Also ja, Bögen habe ich, aber naja, die sind halt auch nicht die besten Waffen, ne, im Vergleich zu so einer Laserpistole. Oder so ein, ich weiß nicht, wie so ein Pulsgewehr ist, aber das hatte ich bis jetzt noch nicht. Mal sehen, was das so kann. Ich finde es krass, was man alles aus dem Grain herstellen kann. Ne? Im Prinzip kannst du überleben, wenn du nur Grain hast. Im Prinzip kannst du ja daraus sogar Klamotten herstellen. Ne? Du machst aus dem Grain erst Öl, dann aus dem Öl Benzin, aus dem Benzin dann Klamotten, also Stoff, und aus dem Stoff Klamotten. Okay. Ja, dann sollte ich mir auf jeden Fall auch mal so ein paar davon bauen. Also sollten nicht alle so ein Pulsgewehr haben, aber so ein, zwei Leute hätte ich, glaube ich, ganz gerne, die sowas haben. Ich muss dann auch ganz dringend, sobald ich mal mein erstes Carbon Nanotube gebaut habe, diese Railgun Sniper erforschen. Und die finde ich echt gut. Intellekt 10. Ich hoffe, er forscht jetzt auch schneller. Ja, Research and Speed. Okay.
Dann muss ich aufpassen. Vielleicht gebe ich dann sogar nur einem so ein Pulsgewehr. Vielleicht sind ja so die Variante ein Pulsgewehr, zwei Sniper, zwei Laserpistolen oder so. Was heißt, du hattest noch nie so ein Snipergewehr? Hast du gar keins gefunden am Anfang? Oder hast du es nur noch nicht erforscht gehabt? Schon wieder Schuhe. Da waren wieder von jemandem die Schuhe kaputt. Hat sich wieder jemand einfach bedient am Klamottenschrank. Ich fürchte, ich brauche demnächst Hemden und Hosen. Mach bitte dein Gewehr nicht kaputt, Ken. Ja, ich habe gleich am Anfang, als ich das Ding hier gescavenged habe, war, weiß nicht, beim ersten und beim zweiten Mal war direkt dieses Raygun Sniper dabei. Das war auf jeden Fall sehr hilfreich. Ein bisschen was in Klamotten hier auf Vorrat. Oha. Karte, was hast du für ein Skill? Crafting 8. Okay, gut. Das heißt, der macht es auch nicht kaputt, wenn er es baut, ne? No failure at 7. Du musst es bloß halt fertig basteln. Und wir haben Laserpistolen erforscht. Ganz ehrlich, dann gehe ich hier aber, glaube ich, auf 1 im Stock. Und sag dann lieber bei den Laserpistolen 2. Gut. Synthetik Armor. Ich glaube, ich hau mal hier die Sensor rein. Sensoren. Sensor Devices. Krass. Ach so, bei den Chefs, mir hatte ich auch gesagt 20. Tatsächlich. Da hätten wahrscheinlich auch 10 gereicht. Egal. Jetzt baut endlich dieses blöde Pulsgewehr. 16%. In Größe reichen die kleinen für 18 plus. Also die hier zählen immer noch als kleine.
Oh, ich glaube, ich muss erst mal Schluss machen. Aber ganz kurz, die Rita schläft ja in so einem. Und die hat hier Slept in Private Bedroom plus 9.